you get to hear me now. If you get to hear me. Hallihallo Leute und willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Wir sind jetzt heute hier, um uns eine Pistole anzuschauen. Es geht um das Drachenodem. Wir haben das Drachenodem hier. Und wie wir sehen, 95.000 SPS alleine. Kritischer Schaden, Nachladen, Natur, Schaden gegen Nebelmonster. Ich sag mal, um die Waffe perfekt zu machen, müsste ich hier zwei Stats noch ändern. Das eine wäre einmal der Schaden, den würde ich auf kritische Treffchance hoch machen, dass ich hier auf über 40% komme. Schaden gegen Nebelmonster müsste hin zu verlangsamten Zielen, dass wir hier quasi 45% Schaden haben. Aber wir schauen uns die Waffe mal eben kurz an. Wir haben mit dieser Waffe 106.000 DPS normal, 133.000 Kopfschussschaden, 30 Crit, 325 Crit Chance. So, die Waffe an sich hat nur 2 Schuss. War da noch was? Achso, ich bin ja in einem Lager. Okay, gehen wir mal kurz weg. Weil ich wollte die nämlich kurz vergleichen. Also wir sehen, ich verteile schon mal 400.000 Aufwärtshits zum Teil. Mal gucken, ob wir hier durchschießen können. Die Waffe an sich verbraucht Shotgun-Muni. Das heißt, wenn ihr zwei nebeneinander so habt wie hier, könnt ihr natürlich beide treffen. Ich habe es jetzt gerade nicht. Also wir sehen 465.000 Damage. Sprich, mit anderen Spielern sind durchaus 700.000 drin. Mit der richtigen Map und Mission. Da noch was? Ich setze mir jetzt eben Teddy, ich wollte ja was zeigen. Also, die Drachenode. Oh, und sind wir einmal. Da habt ihr gesehen, wieder 470.000, 147.000. Also sind schon sehr hohe Hits bei. Wie gesagt, Vorteil an der ist, wir haben Schrotmuni, das heißt, wir haben auch einen coolen Rückstoßeffekt. Also Einschlag. Zum anderen hat die eine kleine Streuung, das heißt, es ist möglich, wenn viele kleine da sind, die alle so zu treffen, wie hier in dem Fall. Nachteil ist, die hat nur zwei Magazin, also zwei Schuss. Ist halt recht schnell weg. Andererseits ist das auch sofort wieder nachgeladen. Also wir brauchen nicht lange. Jedenfalls, wenn wir uns das hier nochmal kurz anschauen, wir haben 106.000 zu 133.000. Jetzt gehe ich auf die Duelland, die hat 51.000 zu 232.000 wegen Doppelkopfschussschaden hier. Aber was interessant für uns ist, ist die Weißkopfwumme, weil die eh nicht geskillt ist. Da sehen wir haben 61.000 zu 122.000. Was bedeutet, wir machen mit Drachenodem mehr Grundschaden als mit den anderen. Und ich sag mal, ihr habt gesehen, 400.000er Hits sind locker drin, sogar fast 500, also 470. Und jetzt können wir mal gucken hier zum Einsatz. Also ihr habt hier mehrere kleine. Und ihr könnt auf jeden Fall mehrere von denen treffen. Ihr seht es hier. Achso, ich bin im Lager. Das ist natürlich ungeschickt. Also zum Lagerclearen ist die nicht zu empfehlen. Da würde ich natürlich eher auf die Revolte hier so zurückgreifen, wie ihr seht. Da wäre einfach. Aber das ist es halt, wenn ihr Pistolen spielen wollt. Pistolen sind mit die stärksten Bürstwaffen im Spiel. Also die Maschinengewehre bürsten nicht so viel, außer die Donnerwetterbüchse. Abgesehen davon bürsten die anderen nicht mal ansatzweise so viel. So, also wir sehen 2 bis 3 Schuss für einen Blaster. So, jetzt gucken wir mal die Range. Also wir sehen, auf dieser Distanz machen wir noch 120.000, 12.000 nur. 140, 47. Also ihr seht, es kommt immer darauf an, wie weit wir... Jetzt muss ich natürlich gucken, was das hier war. Dann nehme ich natürlich mit. Wie weit wir von den Gegnern weg sind. Letztendlich, sage ich mal so, im Nahkampf machen wir das meiste. Also wir müssen quasi fast vor deren Nase. Ist aber in den meisten Fällen ja kein Problem. Besonders da wir ja 5 Phasensprünge haben.
ist das schon ganz schick gemacht. Da das eine Naturwaffe ist, machen wir halt besonders viel Schaden gegen Wassergegner, wie in dem Fall hier. Da kommt noch ein Zermalmer. Ich will nicht, dass der runterfällt. Aber ihr seht, ich will den Zermalmer gar nicht treffen. Jetzt wird es langsam blöd hier mit den ganzen kleinen Monstern. Ja, die zwei Schuss machen es halt wie gesagt ein bisschen härter. So, jetzt haben wir nur noch den Zermalmer. Waren das jetzt gerade 500.000 hat? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber ihr seht, wenn ich jetzt die Crit-Chance erhöhen würde, weil ich kritte nicht so oft, wie ich gerne wollen, also wie ich gerne hätte, dann würde ich natürlich wesentlich mehr Schaden in kürzeren Abständen machen. Weil wir haben ja nur zwei Schuss und wenn ich damit quasi bei 48% Crit-Chance bin, heißt einer von den beiden Schüssen crittet auf jeden Fall, was das Ganze für uns natürlich, was uns gut dastehen lässt, sag ich mal. An sich haben wir jetzt hier Feuergegner, da sehen wir jetzt, dass die Natur nicht ganz so effektiv ist. Wir sehen, ist nicht sehr viel Schaden, 70.000, 94.000. 26.000 und 115.000, also es geht. Ihr seht, man bekommt mit jedem Element eigentlich jeden Gegner down, auch wenn das das Counter-Element ist. Es kommt einfach auf die Stats an. So. Ich dachte gerade, ich fahre runter, aber ich habe ja noch ein paar Sprünge gehabt. So, jetzt gucken wir, da hinten haben wir noch ein paar. Ja, also an sich ist die Waffe definitiv empfehlenswert. Ich mag die sehr, deswegen spiele ich die auch. Ich habe halt quasi dafür gesorgt, dass meine Weißkopfwumme, die ist ja auf Feuer, wer sie kennt, von dem ein oder anderen Video von mir. Meine Duellant ist auf physisch. Die habe ich auf Natur. Als nächstes fehlt mir halt eigentlich nur noch eine Wasserpistole. Und das wird auch eine Burstpistole sein. Welche das jetzt wird, weiß ich gerade noch nicht. Vielleicht ziehe ich mir noch eine Weißkopfwumme hoch oder halt noch eine Drachenodem. Ich bin kein Fan vom Richter. Der Richter ist halt schlechter als der Duellant, aber nur deswegen. Andererseits könnte ich die auch auf Wasser adden und den Elektro-Revolver auf Natur hochziehen. Der ist ja schon auf 106. Müsste ich halt nur perken. Mal schauen. Aber im Prinzip schaue ich halt wirklich immer, dass ich von jedem Element quasi, dass ich quasi von jedem Element eine Waffe habe. Also im Sturmgewehrbereich dasselbe. Das einzigste, wo ich das nicht mache, sind tatsächlich Sniper. Denn die brauche ich einfach so. Die brauche ich so nicht. Bis auf die alte Betsy brauchen wir nichts. Ja, der Verheerer. Ich habe halt leider schon seit locker 3 Wochen den guten Sony nicht gesehen. Dementsprechend habe ich momentan keine Möglichkeit, an seine 130er vollgepirkte Verheerer zu kommen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, mir die selber hochzumachen. Ich habe jetzt genug Perks dafür. Andererseits wollte ich halt mit den Perks jetzt warten und gucken, was so die nächsten Waffen bringen. Ja, jedenfalls, das war die Drachenodem, Leute. Ihr habt gesehen, haut schon alles ganz gut um. Wenn ich mit anderen Leuten in der Gruppe bin, machen wir natürlich mehr Schaden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.